Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie zu diesem Vortrag jetzt erschienen sind. Und auch von meiner Seite wünsche ich Ihnen einen schönen guten Abend nach Wien, hier aus Chicago. Ich freue mich, Ihnen heute Abend ein bisschen etwas zu unseren jüngsten Aktivitäten im Bereich der 3D-Dokumentation einerseits und andererseits der synthetischen materiellen Kultur am Fundplatz Molino San Vincenzo berichten zu dürfen. Wie Sie alle wahrscheinlich wissen, legen wir auch sehr viel Wert auf die digitale Dokumentation einerseits im Bereich der Ausgrabung, aber auch der Auswertung und der Weiterverarbeitung von archäologischen Daten. Andererseits legen wir aber auch sehr großen Wert auf die Dissemination, also auf die Weiterleitung, auf die Verteilung, auf die Publikation, auf die Präsentation dieser digitalen Daten. Und in diesem Sinne möchte ich bei dem heutigen Vortrag kurz auf drei Kernthemen von unserer digitalen Dokumentations- und Disseminationsstrategie eingehen, nämlich die 3D-Dokumentation im Allgemeinen einerseits, andererseits als Ergänzung sozusagen zu einem Tagebuch die visuelle Metadatendokumentation, die wir jetzt schon seit 2015 systematisch durchführen. Und zuletzt kurz möchte ich dann noch eingehen auf additive Verfahren und was das zu bedeuten hat für einen Platz wie Molino San Vincenzo. Wie Sie hier auf dem Video sehen, die visuelle Metadatendokumentation, wie wir sie nennen, also der systematische Einsatz von Zeitraffern-Videos in dem Sinne, dass wir alle 60 Sekunden über den gesamten Grabungsablauf hinweg standardisiert Fotos machen unter der Verwendung einer GoPro, wie Sie sie hier rechts eingeblendet haben, in Kombination mit einem Stativ, mit einem externen Akku, der es erlaubt, dass eine Akkulaufzeit auch den ganzen Tag durchhält, ist es eben möglich, sozusagen als Ergänzung zuzüglich zu einem normalen, deskriptiven, geschriebenen Tagebuch hier den gesamten Grabungsverlauf aufzuzeichnen, was einerseits die Möglichkeit hat, dass man wirklich zu einem Zeitpunkt zurückzoomen kann, um zu schauen, ja, die klassische Frage, was ist da passiert, was wurde da ausgegraben, was ist da vor sich gegangen, einerseits. Andererseits aber auch Hand in Hand ermöglicht es dieses Vorgehen beispielsweise für Öffentlichkeitsarbeit, aber auch für die digitale Lehre Bildmaterial zu generieren, um zum Beispiel zu zeigen, wie eben eine Ausgrabung in der Toskana durch die Uni Wien ausschauen kann, zum Beispiel, wie Sie auf diesem Video ja hier auch sehen, welches eben diese Aktivitäten von uns in den letzten 2 Jahren bei der Grube Objekt 4 dokumentiert. Ganz genau. Zuzüglich zu dieser Metadatendokumentation, also dieser Dokumentation von Daten über Daten, führen wir auch schon eigentlich systematisch seit spätestens 2015 mit ersten Tests von 2014 weg eine Single-Layer-Dokumentation, nicht nur unter der konventionellen Verwendung einer Totalstation und der 3D-Einmessung der einzelnen Schichten, wie es eben geläufig ist, durch, sondern eben auch eine Dokumentation jeder einzelnen Schicht mittels Image-Based Modeling, also sprich mittels einer Methode, die es ermöglicht, aus einer Serie von Einzelfotos hier ein 3D-Modell, ein texturiertes 3D-Modell zu erzeugen. Hier auf diesem kurzen Videoclip haben Sie gesehen, alle Schichten, alle Interfaces, also alle Oberflächen, die im Zuge unserer Dokumentation hier angefertigt worden sind von der sogenannten Grube von Molino San Vincenzo. Das Ganze ist jetzt nicht nur dazu gedacht, eben in Form von Videos beispielsweise in Vorträgen hergezeigt zu werden, sondern wir versuchen das integriert auf verschiedensten Ebenen, den auch von der interessierten Öffentlichkeit weg bis hin zur Wissenschaftlerin, bis hin zum Wissenschaftler, allen Interessentinnen und Interessenten in verschiedenen Wegen zur Verfügung zu stellen. Auf der Projektwebseite von Romaru Landscapes, sozusagen dem Dachkonstrukt
in dessen Rahmen auch die Ausgrabung Molino San Vincenzo durchgeführt wird, finden Sie mittlerweile auch ein Web GIS, nicht wirklich, aber eine Web-Mapping-Application, in der Sie eben Zugriff interaktiv haben auf die verschiedenen Schichten und damit verbunden auf selektive, derzeit noch selektive Attribute der einzelnen Schichten, also beispielsweise die Ausdehnung der jeweiligen Schicht, also was für eine Fläche, Grundfläche sie besitzt, aber auch ein Link zu der Plattform Sketchfab, so eine Art YouTube für 3D-Modelle, auf der Sie dann auch jedes einzelne 3D-Modell vorerst auf jeden Fall von der Grube Objekt 4 dann separat betrachten können, eben im Sinne sozusagen eines virtuellen Befundkatalogs. Wie Sie schon auf der Ausgrabung in dem Vortrag über die Ausgrabung hier kommuniziert bekamen, ist es so, dass Sie die Grube dadurch gekennzeichnet ist, dass wir eben eine riesige Menge für Molino San Vincenzo-Verhältnisse eine riesige Menge an Funden hatten. Begonnen mit einem der ersten hier in der Abbildung links, was dann immer mehr und mehr wurde, wie selektiv durch diese Bilder hier veranschaulicht werden soll. Somit haben wir uns entschlossen, wir wenden diese Methode der Single-Layer-Dokumentation sozusagen auf eine Single-Find-3D-Dokumentation zusätzlich auch um für signifikante Funde, für besonders aussagekräftige Funde, um hier mit dieser Methode aus einer Serie von Einzelfotos, eben die durch unsere Institutsfotografin da in der Toskana von Christina Klein angefertigt worden sind, dass wir diese Methode eben anwenden, um hier auch hochauflösende texturierte 3D-Modelle von diesen für diesen Fundplatz sehr wichtigen, sehr charakteristischen, wie gesagt, sehr signifikanten Funden fertigen zu können. Das ermöglichte uns dann eben von einer Reihe von diesen Objekten, wie schon gesagt, eben diese 3D-Modelle anzufertigen, die dann ihrerseits wiederum eine weitreichende Weiterverarbeitung ermöglichen, sei es eben hier zum Beispiel, so wie Sie es hier jetzt aktiv sehen, als Illustration für einen Vortrag, aber auch hin da direkt zu einer virtuellen Fundbearbeitung, wie Sie es rechts sehen, wo man zum Beispiel dann von den Fundobjekten an sich die Profile in dem Sinne auch nicht mehr mit Papier und Bleistift ab und Bleidraht oder mit einem Profilkamm abnehmen kann oder muss, sondern es auch virtuell und dementsprechend auch sehr hochpräzise eben digital solche Profile beispielsweise für eine Publikation anfertigen kann. Also der Verarbeitung sind in dem Sinne keine Grenzen gesetzt. Weiters versuchen wir auch diese 3D-Modelle auf dieser schon erwähnten Plattform Sketchfab auch einer breiten Öffentlichkeit, sowohl einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit als auch einer interessierten sonstigen Öffentlichkeit, sage ich jetzt einmal, zur Verfügung zu stellen. Und es sind eben, das Wichtige an der ganzen Sache ist maßstäbliche 3D-Modelle. Das heißt, man kann tatsächlich auch daran messen, wie Sie es bei dieser kleinen Illustration hier unten auch sehen, aber auch sehen, wie hoch, wie präzise und wie detailliert eigentlich diese Modelle sind. Und Sie können diese Modelle auch von dieser Plattform jederzeit herunterladen und auch selbst an Ihrem PC weiterverarbeiten. Windows 10 beispielsweise unterstützt mittlerweile von Haus aus sozusagen auch die Betrachtung mit einer eigenen Software, die mitgeliefert wird. Wieder den Bildviewer gibt es da mittlerweile auch einen 3D-Modell-Viewer. Also das ist auch etwas ein Medium mittlerweile, was man eigentlich in jedem Bereich anwenden und öffnen kann. In Ergänzung dazu sozusagen als Spiegelung zu einem regulären gedruckten Fundkatalog haben wir auch wieder auf der Projektwebseite von Molino San Vincenzo hier auch einen virtuellen Fundkatalog sozusagen an. Also nicht nur sozusagen, wir haben hier einen virtuellen Fundkatalog angelegt, der über dieselbe Funktionsweise verfügt wie der Katalog für die B-Funde und auch hier sind Sie dann in Kombination mit der Plattform Sketchfab in der Lage, sich diese einzelnen 3D-Modelle entweder direkt auf der Webseite anzuschauen oder dann eben in Ergänzung auf dieser Plattform, was dann in Bezug auf die Visualisierung noch ein bisschen mehr Freiheiten bietet. Dem aber nicht genug. Wir wollen das ja nicht nur im virtuellen Bereich, im nicht-dinglichen Bereich
sozusagen halten. Insofern haben wir uns auch genauer auseinandergesetzt mit der Durchführung von 3D-Drucken, mit der Umsetzung von additiven Verfahren und der Produktion von synthetischen Funden eben durch solche additiven Verfahren. Das, was wir angewandt haben hier in Kooperation mit der Firma JT3D, ist das Schmelzschichtverfahren. Ich möchte da jetzt nicht weiter darauf eingehen, das FDM-Verfahren. Jedenfalls hat uns das von den Vorteilen her grundsätzlich in die Lage versetzt, die Kosten optimiert, haptische Anschauungsbeispiele auch umzusetzen, die die verschiedensten Anwendungsfällen dann Genüge tun können, sei es für die Ausstellung von Funden, die somit in ihrem Original in dem Land verbleiben können, in dem sie auch gefunden wurden. Und wir nehmen hier exakte Repliken mit, oder wir nehmen sie eigentlich nicht mit, sondern wir bilden sie ab und reproduzieren sie dann, was eben den Vorteil hat, sei es für die Lehre zum Beispiel, um haptische Anschauungen und Verdeutlichungen hier umsetzen zu können, geht bis hin zu Ausstellungskonzepten, wo man zum Beispiel sagen kann, dass hier das Betrachten oder das Begreifen im wahrsten Sinne des Wortes deutlich erwünscht ist und eben nicht dieses Don't Touch sozusagen, wie es oft in Museen ja jetzt durchaus oft geläufig ist, dass man die Objekte ja nicht angreifen soll. Solche 3D-Drucke laden dazu natürlich ganz im Gegenteil viel mehr eigentlich dazu ein. Und beispielsweise auch für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung ist das hier nun ein zusätzliches Medium, wie man hier antike materielle Kultur in dem Sinne erfahrbar macht. Es war jetzt aber auch in dem Sinne ein wissenschaftliches, methodisches Projekt für uns. Die Nachteile, die wir mit diesem Verfahren erörtern konnten, bisher sind das in dem gewählten Verfahren, das wir verwendet haben, mit dem gewählten Material, hier gewisse Einschränkungen im Druckprozess vorliegen und gewisse Anpassungen an die einzelnen Modelle vorgenommen werden müssen. Das heißt, dass sie beispielsweise, wie Sie bei dem Bild rechts oben sehen, für den Druck adaptiert werden müssen und im Modell zerschnitten werden müssen und danach wieder zusammengeklebt werden. Das Ganze könnte man mit einem anderen Druckverfahren besser machen, sozusagen, was aber auch einen dementsprechend höheren Kostenfaktor in diesem Falle darstellen würde. Abgesehen davon sind Sie jetzt beispielsweise auch nicht unempfindlich gegen UV-Licht, also sprich, man sollte diese Funde nicht unbedingt in die Sonne stellen und andererseits auch gegen mechanische Einwirkungen, also man sollte jetzt auch nicht unbedingt mit einem Hammer darauf schlagen, aber das würde man bei normalen Funden, zumindest in einem normalen Rahmen, wohl nicht machen. Also jetzt ganz kurz nochmal hier als Zwischenfazit von meiner Seite aus zusammengefasst. Was ist dieser Mehrwert durch 3D-Dokumentation und additive Verfahren? Ich hoffe, ich konnte Ihnen einerseits zeigen, wie ich mehrfach dazwischen jetzt schon erwähnt habe, dass diese unterschiedlichen Elemente von Funden, von Befunden im virtuellen Bereich sowohl für die digitale Forschung in dem Sinne Verwendung finden können, als auch eben explizit auch für die Lehre, für das E-Learning, für das ortsunabhängige Lernen, für das Lernen auch zu Hause beispielsweise, aber auch dass eben das haptische Lernen genauso im Vordergrund stehen kann, aber ohne eben, dass man beispielsweise jetzt auch die Originalfunde, die vielleicht jetzt irgendwie auch eben zusammengesetzt sind, so wie Sie es auch bei den Beispielen gesehen haben, durch einen Restaurator und eben diese restaurierten Funde jetzt auch an in ihrem eigenen Dasein nicht unendlich stabil sind und dadurch eben so ein 3D-Druck als Ersatz durchaus gelegen kommen kann. Und zu guter Letzt auch eben für verschiedenste Formen der Wissenschaftskommunikation, sei es im Science-to-Science-Bereich, also bei Fachvorträgen beispielsweise, oder aber auch im Science-to-Public-Bereich, also sprich, wenn Sie zum Beispiel im Rahmen der Langen Nacht der Forschung eine Ausstellung machen wollen. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich hier aus Chicago. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier. Der Tag bei mir geht erst los, aber ich glaube, es wird noch eine gute Feier werden bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.